Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das hier ist die letzte Aufnahme auf dem Zweitkanal, die aufgenommen ist. Danach bin ich nämlich Montag wieder da. In diesem Stream bin ich bis jetzt, komm. Ah, da bin ich schneller. In diesem Stream bin ich bis jetzt dreimal Erster, einmal Dritter geworden. Einiges davon habt ihr gesehen. Schaut gerne mal bei Twitch vorbei, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, ne? Und ihr auf Twitch, ihr könnt auch gerne mal bei YouTube vorbeischauen. Einfach mal Zweitkanal in den Chat angeben und abonnieren, ne? Wir gehen nochmal für Sorcerer, weil ich das Gefühl hatte, dass wir das nicht sauber runtergespielt haben. Und da glaube ich, mehr geht. Ob wir das mit White kombinieren, wie der eine oder andere will, weiß ich jetzt nicht. Vierer Ninja habe ich auch noch nicht gespielt. Können wir auch noch machen. Das geht auf jeden Fall. Ja, und ansonsten im Notfall. Also ich muss sagen, die Draven Combs habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ausgesehen. Aber ja, Funwende haben wir auf jeden Fall noch nicht ausgesehen, ne? Ich überlege, ob wir mal wieder für so eine Heavy Frontline gehen oder so. Warum sollte ich Bestie mit Mage spielen? Also was ist der Hintergedanke? Derjenige, der will, dass ich das Spiel sollte mal erklären. Ja, aber Attack Speed ist doch nicht krass mit Mages. Attack Speed und deswegen schneller Mana. Mage mit Void ist bad. Du kannst Void Assassins kannst du spielen, ja. Aber nicht Mage Void. Aber ich meine, es ist ja ein stackender Attack Speed Buff, ne? Aber wir können es probieren. Oh, darüber kann man jetzt diskutieren, ob der Ruhm von Demacia nie verblassen wird. Müssen natürlich trotzdem hier so eine ziemliche Standardöffnung machen. Und? Den habe ich wirklich noch nie freiwillig genommen. Der wurde jetzt sogar nochmal genervt. Vielleicht gehen wir auch Revolverhelden. Wer ist der vierte Revolverheld? Oder was sind die Revolverhelden? Und kann man mit dem Ding Revolverhead machen? Tristana, Grace, Gangplank, MF. Niemand stellt sich mir in den Weg. Lucian, MF, Tristana, Graves. Habt ihr Bock darauf? Ich würde das gerne mal testen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht gut ist. Aber witzig. Kann man den Revolverheld... Kann man denn... Revolverheld mit dem Funwender machen? Nein. Hm. Piraten finde ich halt insane schwer. I mean. Aber ich könnte den Pike noch versuchen mitzunehmen, ne? Also ich meine, klar, es ist Snowball Heavy und alles, aber es ist halt gigaschwer. Und wir hätten hier jetzt die Möglichkeit, wenn ich die verkaufe, witzigerweise noch für Sorcerer zu gehen. Sorry. Das ist so teuer. In der Tiefe lauert Wahnsinn. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist zu fallen. Nee, komm. Wir haben Sorcerer gesagt, dann ziehen wir auch Sorcerer durch. Scheiß drauf. Wir ziehen das durch. Wir werden Ari bald verkaufen müssen. Und holen uns dafür dann... eine Unit, der wir Sorcerer geben. Und jetzt das Ding. Zaubermeisterer gibt ja mehr AP. Und ja, das ist ja schon so ein bisschen reingebalanced. Aber es muss ja Units geben, die OP sind. Und ich glaube, Garen mit 100% mehr AP ist actually broken. Right? Aber Weiger ist doch schon AP, oder?
Weiger ist schon AP, right? Wir müssen ein bisschen Open Fortune, damit wir gleich... haben. Wir können gleich wahrscheinlich sogar noch einen Funwender kriegen. Brand ist broken damit. Brand, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich tatsächlich broken damit. Aber Brand kriegt man erst sehr spät, ne? Da kriegen wir schon sehr, sehr lange ins Maul für. Womit ich jetzt nicht direkt ein Problem habe. Darius könnte auch gut sein. Ich glaube, Garen ist besser als Darius. Aber ist die Frage, ob man ihn das wirklich gibt, ob man das Garen gibt oder ob man es für einen Brand aufspart. Es bekommen alle Einheiten mehr Spell Damage. Are you serious? Ah, die kriegen nur doppeltes Mana. Jetzt raff ich auch, warum das mit Beast. Ah, okay. Now it makes sense. Okay, wer soll denn doppeltes Mana kriegen? Doppeltes Mana ist wahrscheinlich auch sowas wie Nasechu krass, oder? Ah, witzlos, dass wir jetzt wirklich einen Gangplank hätten haben können. Hätten wirklich für Pirates gehen können. Was ein Unsinn. Ja, okay, dann benutzen wir den Funwender wieder als Free Unit. We take it. It's free. Es müsste ja, also auf sowas wie Sejum müsste es echt stark sein, ne? Brand braucht halt auch das Mana, true. Ja, klar. Was mit sowas abgetreten wie Nidalee? Wahrscheinlich nicht so sick. Aber wahrscheinlich machen wir es nicht, sondern wir nehmen jetzt einfach die Free Unit, weil wir es nicht unbedingt brauchen. Ich glaube, es ist nicht so ein starker Power Spike. Sondern eher halt einfach nett. Aber eine Free Unit ist halt einfach netter, ne? Da will ich gar nicht lügen. Okay, jetzt haben wir 35 AP. Beast. Ja, achso, das steht ja auch hier links. Hätte ich auch einfach hingucken können. Ist die Frage, ob wir noch auf Nobe gehen, aber ich weiß jetzt nicht direkt wofür. Ja, wir gehen wieder dafür. Ich finde das Item ziemlich strong. Gerade im Early Game sind, also dadurch, dass das Schild Base ist, ist es halt im Early Game mega krass und im Late Game nicht mehr ganz so krass. Aber insgesamt halt immer noch krass. Na, ist krass. Okay, dadurch müssen wir die Ausstellung ein bisschen verändern. Alles fein. Wir haben noch den Nieder und wir werden wahrscheinlich später auf Bewahrer gehen. Hatte Raba und Loons. Ja, Rabadons habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ja. Vielleicht hätte ich das tatsächlich aussparen sollen. Aber ich finde, also dadurch würde ich halt einfach durchs Midgame kommen und da sollte ja so eine Mage-Kombat nicht schlecht sein. Ist echt ganz witzig, ne? Man kann mit den... Also, ich finde die Items einerseits viel zu broken, aber andererseits kann man halt wirklich viel damit machen, ne? Ich kann jetzt jedes Mal für AP gehen. Stufe 2, maybe. Ja, kann man auf jeden Fall schon mal probieren. Wir werden die tatsächlich ja lange spielen, ne? Ich vergesse immer, dass der nicht nur eine Übergangsunit ist, sondern man den ja braucht. Braucht man den für 6er? Gibt es mehr als 6 Mages? Gibt es 7? Oder gibt es 6? Viele davon sind elementar, die ich immer denke, dass sie Mages sind. Fiora ist einfach weak. Ich könnte jetzt Double Fiora, Double Vayne. Ah, but you know what? Fuck this. We don't do it. War jetzt nicht so clean, die hätte eigentlich dastehen sollen.
Hab ich ein bisschen verhauen. Noch gibt es von mir kein Video, was Autotest komplett vorstellt, weil ich die Woche sehr viel zu tun hatte. Aber ihr könnt gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt. Es wird auch auf dem Hauptkanal auf jeden Fall nächste Woche auch Videos geben, nicht nur hier auf dem Zweitkanal und auf Twitch. Und was genau das könnt ihr dann quasi mit beeinflussen. Dass ich kein Item bekommen habe, ist ein Täter. Ne? Das ist mal wieder ein Täter. Würde mir übrigens wünschen, dass man für PvE-Rounds eine eigene Aufstellung hat, weil ich verhaue immer meine Aufstellung von den PvE-Rounds. Und muss sie danach wieder ändern. Aber einer von den Mages hat Kartus. Fand ich letztes Mal so stark, dass ich ihn wieder mitnehmen würde. Flieh, solange du noch kannst. Finde ich wahrscheinlich sogar stärker als Nidalee mit Beast. Ich meine, dass das alle Units bekommen, ist auch so weird, oder? Ich meine, das ist halt wirklich einfach strong. Wenn er hier irgendwann ultet. Aber ich meine, desto länger der Fight geht, desto eher ultet er. Und desto länger der Fight geht, bedeutet, dass der Fight eng ist. Und in den Storms wird er halt nicht ulten, aber sonst schon. Schon lecker. Wovon hängt die... what? Why am I losing? Krass. Maximalsprünge 20. Zu länger, also es wird nicht weniger schlimm, wenn ich es öfter sage, aber 20? Was ich hier gerade überlege, ist, dass auch Ken ziemlich strong ist in der Mage-Comp. Und ich vielleicht eher dafür gehe. Ja, Assassins sind natürlich leider jetzt relativ strong gegen mich. Meine Garen könnte da viel machen, aber der steht leider sehr weit außen. Die Brand Ultimate kam, damit sollte der Fight gewonnen sein. Meine K6 macht da noch ein bisschen was, aber der ist auf jeden Fall raus. Ja klar, Stufe 3 ist super schwer zu kriegen, aber wenn du es kriegst, ist ja insane. Ich werde nicht für Bewahre gehen diesmal. Deswegen haue ich den raus. Ich werde tatsächlich einfach für alles gehen, was in irgendeiner Art und Weise davon profitiert. Relativ egal, auf was für einer. Und Ken sollte ja mit der Ult tatsächlich ziemlich sicken Damage machen. Ganz schön nur Eustace da, das stimmt, aber er verteilt sein Schild dadurch auf alle. Was ich allerdings machen kann, ist die einfach ein Pferd raus. Das ist das Risiko birgt, dass der da rausläuft. Dass die Assassins eher da hinten reinspringen können. Das sollte die beste Aufstellung sein, die ich gerade machen kann. Ich könnte ja auch mitnehmen für Elementar, aber ich finde Lissandra so fucking weak. Nee, ich find Lissandra zu weak. Don't wanna play it. It's so disgusting bad. Ja, jetzt sind halt die Assassins tatsächlich in die Backline gejumpt. Ich glaube, das hat mehr Schaden angerichtet, als das Garen diesmal was getan hat, aber... Ich gewinne die Runde trotzdem, ich bin auf dem Winning Streak. Sieht wieder sehr gut aus. Für das Karussell jetzt natürlich nicht die beste Ausgangslage. Aber ich muss Lulu spielen, oder was? Weil ich will Lulu eigentlich nicht spielen. Um ehrlich zu sein. Weil Lulu ja buggt ist. Nee, Ingame Sound ist einfach buggt aktuell. Ich hätte sehr gerne Ingame Sound. Achso, wir dürfen ihn als letztes wählen. Oder müssen als letztes wählen. Wahrscheinlich nehmen wir den Graves für AP. Oder halt die Sandra Morgana Weiger. Wenn davon was übrig bleibt, dann nehmen wir das. Referiert. Weiger. Präferiert eigentlich wohl gerne, aber ja. Es wird wohl Weiger für uns werden. That's fine. That's fine.
Abludo 2 ist hier nicht mehr verbuggt. Really? Really? Sollen wir? Wir werden nicht Beast gehen. Okay, das ist aber jetzt schon ein bisschen meme-lastig, oder? I mean, die Menge... Ach, scheiße, ich hätte leveln müssen. Ah, ich hab getrollt. Ah, dafür verlieren wir den Winning Streak, ne? Na, das ist so bad. Alter, wie stark der Godam einfach in der Phase des Games noch ist. Wie stark die Brandoid einfach ist. Holy shit. Really did a lot. Okay, wenn er nicht Elemente gehabt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich trotzdem gemacht. Ach man. Haben wir im letzten Moment gelevelt. Lass uns alle Farben nutzen. Frontline Lulu? Spielt man das so? Guess not. Okay, auch noch Yordle bufft. Hat gerade einer bemerkt, das stimmt. Was habe ich denn aktuell? 4 Zauberer. Wenn ich den reinklatsche für Warwick, sind wir bei 5. Dann könnte ich Brand rausnehmen. Also wir kommen schon auf 6, ne? Aber ich glaube jetzt noch nicht. Einer fehlt uns noch. Wer fehlt uns denn noch? Da habe ich einen Brain Freeze. Fehlt uns noch einer? Aber Weiger kennen Ludo ist auf jeden Fall nice. Okay, Weiger 2 ist auf jeden Fall nochmal ein Argument, ihn zu spielen. Aber mir fehlt dann immer noch einer. Wer fehlt mir? Aurelion und Katus. Sind natürlich jetzt auch nicht die ganz einfachsten, um sie zu bekommen, ne? Ach, scheiße. Ich hätte Ecke zumachen sollen. Aber ich meine, wenn da hinten einer reinspringt, ultet Ari auch einfach nur früher, oder? Ich glaube nicht, dass die stirbt. Oh, okay, doch, die stirbt. Oh, my goodness. This is not optimal. Okay, Tier und das sind Ludens, oder? Ja, Ludens. Wer kriegt das? Brand? Brand ultet halt immer relativ spät, aber wenn er ultet, ist auch dafür offen Holland. Ich überlege gerade, wenn wir eh für Yordle gehen, könnten wir Poppy als Frontline spielen. Warte mal, was wird denn aus dem Ding, wenn ich denen das gebe? Irgendwie nichts Cooles. Also zumindest nichts Cooles für Weiger. Aufwärts geht! Ja, komm. Wär glücklich, mein Junge. Alter, wie dieser Elemente-Babo da am Ende einfach steht, ne? Das ist insane. Dass ich immer noch eine Ari 1 habe, ist ein bisschen sehr. Bisschen bad. Ja, ich hätte auch auf Karussell für Items warten können. Okay. Erleuchten. Das ist nicht die tankigste Boyband aller Zeiten. But it's a Boyband. Ja, ich brauche Lulu für Zauberding. Wenn ich da andere Optionen hätte, würde ich die wahrscheinlich sogar nehmen.
Er gibt eh nur 3, aber ich verkaufe ihn so oder so. Ist die Frage, ob sich das aktuell schon lohnt, ob der Burst, den ich quasi habe, ausreicht. Das sieht ganz danach aus. Und das waren jetzt Assassins, ne? Die ja zumindest auf dem Papier irgendwie eine Art Counter darstellen sollten. Aber selbst die Garenoid macht so viel Damage. Kann Lulu nicht rausnehmen, Leute. Please. Leute. Ich brauche die für den Buff. Don't annoy me, please. Wir können halt Garen rausnehmen. Aber ich bin so ein Garen-Fan. You know what? It's time to go, Garen. I'm really sorry. Aber das ist wahrscheinlich besser. Ist ein bisschen weird, ne? Aber es, ich glaube wirklich, dass es gut ist. Könnte auch, weil ich krieg dadurch halt nochmal Yordle. Ich hätte hier auch stattdessen den Brand aufstellen können, aber Ken macht ja auch ordentlich was. Mit seiner AP-Verwertung. Will Mugenna nicht ulten? Doch. Oh my goodness. Okay. Burst auf beiden Seiten ordentlich. Ich hoffe, eine Dreier-Lulu. Das ist auf jeden Fall auch guter Treu. Klar, nehme ich mit. Lass ich mich ja nicht zweimal bitten. Okay, ich bin Erster, das heißt, für mich bleibt wenig übrig. Was kann übrig bleiben? Also realistisch betrachtet ist der weg, der weg. Hat er ein ganzes Item? Are you fucking kidding me? Und er nimmt ihn nicht? Okay. Whatever. Für mich bleibt hier nichts Sinnvolles übrig, ne? Ein Tier werde ich nehmen. Nehmen wir eine Tier. Eine Tier tut dir nicht weh. Mehr Mana ist mehr Mana. Endlich Ahri 2. Way too long. Wisst ihr, dass Veigar 3 unterwegs ist? Er stirbt sofort, wenn seine Sternenwertung niedriger als Veigars ist. Und Veigar 3 ist incoming. Wäre ich die Gegner, hätte ich da ja jetzt nicht so mega Bock drauf. But it will happen. Trust me. Ja, komm, der im Endeffekt braucht er einfach nur Mana Rack. Das ist auf der Ulti, das ist so krasser. Niemand stellt sich mehr den Weg. Er wird einfach alles one-shotten. Wir leveln. Haben ein bisschen getrollt beim Leveln bis jetzt. Okay. Also, ja. Dabei Veigar Level 2 ist super gut. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber dafür Ken rausnehmen, verliere ich Yordle Buff. Und er ist ein Ninja. Bin auch mein einziger aktuell. Hm. Und das ist eine Stufe 1 Unit, also wahrscheinlich wäre es besser, ja. Natürlich kann man sich darüber beschweren, dass Streamer einfacher Zugang kriegen. Aber man kann sich auch einfach darüber freuen, dass dadurch die Leute, die TFT nicht selber zocken können, aktuell das zumindest zuschauen können, weil ansonsten wäre ja nicht so, als wenn die 100 Leute, die ihn Zugang haben, ihn nicht hätten, dass dann auf einmal alle spielen könnten. Sondern es könnten halt 100 andere Leute zwar spielen, aber dadurch würde niemand was sehen. Ich denke, das ist ein Trade, den man durchaus machen kann. Auchi wurde verloren, aber nicht so wild. Wie gesagt, dass einige Leute einen Zugang haben, ändert sehr, sehr wenig an der Wahrscheinlichkeit, dass ihr ins Game kommt, ne? Weil es einfach so wenige sind. Lulu 3 ultet wieder, oder was? Aber ich mach's trotzdem nicht. There we go. Tschüss, Lulu. War nett mit dir. Wir sehen uns das nächste Mal.
Oh, ich kann eine Unit mehr stellen. Ah, Weigerts weiß. Solid. Oh. Nice. Das war solid. Wir kriegen auf jeden Fall noch mal einen Redemption rein. Schon mal ganz nice ist. Oder wir gucken gerade noch mal auf die Tier. Ja, ja, wir kriegen Free Redemption. Ich denke mal, wir hauen das auf den Kasadin. Oh mein Gott. It's happening, boys. But how soon is it happening? Oh, ach. Ja, klar. Spiel die 1er Weiger-Unit. Vielen Dank, Riot. Aber da kann ich mich nicht beschweren. Das habe ich selbst verhauen. Ich verpasse die Zeit ein bisschen, weil es nicht dieses Ticken gibt, weil der Sound weg ist. Da bin ich ein bisschen anfällig für. Das Redemption kommt noch, aber ich glaube fast, dass wir die Runde verlieren werden. Ja, das sieht ziemlich übel aus. Ah, sorry, das macht sogar richtig viel Damage jetzt. Das war super ärgerlich. Dass wir genau in dem Moment... Nee, warte, wir haben nicht mal gegen Guten gespielt, ne? Ne, den Brand spielen wir gleich noch. Ich zeig's euch jetzt. Wir rollen jetzt erstmal Weiger 3. Erleuchten. Ach komm, rollen wir mal ein bisschen weiter. Na. Poppy. Poppy für ein bisschen Frontline-Feeling mal. Weiter als das will ich eigentlich nicht rollen. Ja, mit Poppy haben wir auf jeden Fall nochmal einen Jordel wieder am Start, weil den Jordel-Buff haben wir verloren. Und Poppy soll quasi ein bisschen unser Frontline-Meme. Wir könnten statt Poppy allerdings auch nachspielen. Und ich denke, der wäre krasser. Ja, komm. Brand für Karthus macht keinen Sinn, Leute. Das ist nicht die selbe Klasse, die wir da tauschen würden. Das Ding ist, wir müssen uns eigentlich die Option aufhalten, nochmal ein Level hochzuspringen. Gerade versauen wir uns das ein bisschen. Was risky ist. Aber ich glaube, so ist es fein. Wenn wir auf 30 bleiben und die ganze Zeit auf 30 rollen. Weiger 3 wäre halt natürlich nochmal insane. Aurelion soll 2. Brauchen wir auf jeden Fall. Brand 2. Das sind alles wichtige Power Spikes noch für uns. Aurelion wird immer aus der Ecke gehuckt, aber das finde ich fein. Ich glaube, es ist besser, als wenn Karthus gehuckt wird. Volibear ist scheinbar nicht direkt gestorben, ne? Hat er gerade meine Karthus Ult Channel interrupted? Habe ich das richtig gesehen? Ah, den sein Volibear macht einen guten Job. I'm not even mad. Volibear ist einfach eine geile Unit. Okay, oh mein Gott, der Karthus. Oh mein Gott, der Karthus. Oh mein Gott, der Karthus. Please, give me Karthus. Give me fucking Karthus. Give me that Karthus. Give me that Karthus. Give me that... Ach, du dummer... Give me that Weiger. Give me that Weiger. Ich krieg den Weiger. Ich krieg den... Der wird auf... Oder nehme ich den Aurelion. Ah, nee, ich nehme den Weiger. Ich nehme den Weiger. Ich nehme den Weiger. Ah, ist so schwer. Aurelion wäre auch lecker gewesen. Aber Weiger 3 ist halt einfach Weiger 3. It's happening, boys. Wir kriegen einen Weiger 3. Wo ist er? Da ist er. Hä? Der hatte nochmal einen extra Attack Speed. Wo ist das Attack Speed Ding hin? Hat sich in Luft aufgelöst oder was? Right? Okay, kein Problem. Kann schon mal passieren. Da lebt man ja öfter. Rolle zu greedy, glaube ich. Ja, das Item verschwindet dann halt, ne? Das muss man halt hinnehmen. So, der kriegt einfach noch mehr. Einfach nur, damit er nicht stirbt, ne? Der soll einfach nur nicht sterben. Und jetzt, show me what you got, Weiger. Okay, du brauchst auf jeden Fall Attack-Speed, das kann sich ja keiner geben. Boom, Alter! 16.000 Damage! Und ich verliere trotzdem. Aber 16.000 Damage! Okay. Der Nah? Habe ich den Nah gerollt? Okay, Leute, wir müssen... jetzt ein bisschen was kriegen.
Ich habe den nahe gerollt, scheinbar. Das hört's. Wir rollen einfach runter. Aber worauf? Für nah und Brand, ne? Ich bin ein bisschen greedy. Ah, der ist jetzt auch nicht so vielleicht für die Frontline geboren, ne? Muss man fairerweise sagen. Okay, okay, okay. Schauen wir mal, ob wir das jetzt überleben. Der Nah, wenn der zum Ulten kommt, wird das krass. Bitte, bitte. Nee, tut er nicht. Weiger. Nee, auch tot. AOE-Damage. Oh, what the fuck? Okay, Aurelion hat richtig Bock. Der hat sich gesagt, Alter, ist mir alles scheißegal. Ich töte die jetzt einfach. Und das ist okay. Das ist okay. Das kann ich respektieren. Das kann ich respektieren. Puh, okay, okay. Creep Round, right? Ist wahrscheinlich mit Mages jetzt nicht ganz einfach. Aber ich denke mal, dass der Weiger den einfach aus dem Leben prügeln wird. Und ich den Rest halt einfach vernünftig splitten muss. Schauen wir mal. Das hat gut geknallt, ne? Okay. Ich meine, ja, Nah prockt halt Yordle, aber... Und Beast. Warte mal. Wer ist meine andere Bestie eigentlich? Oder zählt er einfach als zwei? Ist der zufällig Spellymoon oder kommt mir das nur so vor? Alter, ich mach die größte Genki-Dame aller Zeiten auf dem und der scheißt komplett drauf. Aua. Okay, ab in die Ecke, ab in die Ecke, ab in die Ecke, ab in die Ecke. Aber du musst ein bisschen mehr in die Ecke als der Katus. Der Katus ist uns eigentlich relativ egal. It's probably the way to go, right? 22, 5. Okay, wenn wir die Runde überleben, können wir Levin und Brand spielen. Okay, wen hookt er? Der hookt mein Aurelion, ne? Das ist nicht so geil. Da muss ich den Katus hinstellen. Scheiße. This could be a problem. Redemption. Nein, warum ultet er denn den? Katus ult. Okay, Volibear, 1v9 Mode. Ja, okay, es ist. Haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Okay. Jetzt gehen wir gleich auf 8, spielen den Brand. Beendet eure Existenz, sagt er und klatscht ihn einfach tot, ne? Also der hält sein Wort. Kurz überlegt, ob ich ihn hole, aber ich dagegen entschieden. Soll er halt Katus hocken, I guess. Okay, wir sind nochmal all in. Der Aurelion steht scheiße, ne? Aber andererseits darf er halt auch nicht ganz vorne stehen. Aber das ist wahrscheinlich nicht der beste Mix. Morgana mit einer guten Ult. Feiger mit dem One-Shot. Okay, 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 okay. Actually, we just win this ride. Ich denke, das haben wir. Was hat er denn für ein Line-Up? Der Boy da. Oh, yes. Ich muss sagen, Feiger-Teil war nicht worth. So, der one-shottet ein, ist schön und gut, aber was hat er denn? Er spielt Assassins. Ich kenne eins weiter in die Backline. Es sollte passen. Es sollte passen. Eigentlich muss es passen. Zwei Dämon, zwei Bestie, zwei Yordle, sechs Zaubermeister. Und ein Redemption, was recht früh brocken wird hier. Weiger, One-Shot ein. Wo ist die Cannon-Ult? Wo ist meine Cannon-Ult? Ich habe es! Wieder geschafft! 5 Games, 4 Wins! Ah, TFT-Sisi. Morgen wieder.